Bibel prophezeit dritten Weltkrieg. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Im heutigen Video werden wir uns mit einer Prophezeiung beschäftigen, die unter anderem den dritten Weltkrieg prophezeit, wie das Ganze vonstatten geht und wer da beteiligt sein könnte. Das werden wir uns erstmal ansehen. Also die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, erfüllt sich Daniel 8 vor unseren Augen? Die Bibel hat eine Vielzahl von Prophetien. Manche haben sich bereits erfüllt, wie die Rückkehr der Juden ins gelobte Land 1948, und andere werden sich noch erfüllen. Wir finden im Buch Daniel eine sehr interessante Prophetie, und die werden wir uns jetzt mal zusammen anschauen. Ja? So. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach jenem, das mir am Anfang erschienen war. Und ich schaute in dem Gesicht, und es geschah, während ich schaute, da befand ich mich in der Residenz Susa, die in der Provinz Elam liegt. Und ich schaute in dem Gesicht, und ich war am Fluss Ulai. Und ich hob meine Augen auf und schaute, und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der hatte zwei Hörner. Und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere, und das höhere war zuletzt emporgewachsen. Ich sah, wie der Widder gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen, und niemand konnte aus seiner Gewalt errettet werden, sondern er tat, was er wollte, und wurde groß. Also, ich werde jetzt erstmal die komplette Prophetie nochmal vorlesen, und dann werden wir uns die Deutung ansehen und dann mal ein bisschen schauen und separieren, wer es wäre. So, also, während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her, über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Also ungewöhnlich, ne? Dass ein Ziegenbock zwischen den Augen wie ein Einhorn ein Horn hat. Aber gut, dafür ist es ja auch eine Vision. Und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Und ich sah, wie er nahe an den Widder herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Widder schlug, indem seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Widder nicht stark genug war, um ihn standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Und niemand rettete den Widder aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er aber am stärksten war, zerbrach das große Horn, und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen Süden und gegen Osten und gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Ja, bis zum Fürsten des Heeres erhob es sich, und es nahm ihm das beständige Opfer weg, und seine heilige Wohnung wurde verwüstet. Und das Heer wurde dahingegeben, samt dem beständigen Opfer wegen des Frevels, und das Horn warf die Wahrheit zu Boden, und sein Unternehmen gelang ihm. Und ich hörte einen Heiligen reden, und ein anderer Heiliger fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt das Gesicht, nämlich das von dem beständigen Opfer und dem verheerenden Frevel, das sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird? Er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgenen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. So, ja, langer Text, ich weiß, aber da steckt jetzt natürlich auch einiges drin, und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen auseinanderklamüsern. Jetzt kommt erstmal so die Deutung, ja, weil dann der Daniel hat es auch noch nicht so genau gewusst, okay, was ist das jetzt, was er da sieht in seiner Vision, und da werden wir gleich sehen, dass der Engel Gabriel ihm das Ganze ausdeutschen soll, wie man so schön sagt, oder einfach erklären soll. Ja? So. Es geschah aber, als ich, Daniel, das Gesicht sah und es zu verstehen suchte, siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai, also dem Fluss, eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Und er sprach zu mir, du sollst wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Also da haben wir schon mal einen sehr interessanten Hinweis. Diese Vision, dieses Gesicht, das er sieht, bezieht sich auf die Zeit des Endes, also die Endzeit. Nicht die Zeit, in der der Daniel lebt oder in der die ganzen Menschen vorher gelebt hatten, sondern da wird jetzt wirklich auf die Endzeit, ja, dieser Welt Bezug genommen. So. Als er aber mit mir redete, sank ich ohnmächtig zu Erden auf mein Angesicht. Er aber rührte mich an und richtete mich wieder auf an meinem Standort. So.
Und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes. Der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Aha, siehst du, haben wir schon mal eine Personengruppe. Der zockertige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Dass es aber zerbrach und an seiner Stelle vier andere aufgekommen sind, bedeutet, dass aus diesem Volk vier Königreiche entstehen werden, doch nicht mit der Macht, die jener hatte. So, also wer sind die Meder und Perser heute? Ne? Also das Persische Reich war relativ groß, es hat sich ja hauptsächlich im Bereich Iran, ja, Irak, ja, bis hin zu Teilen Afghanistans erstreckt. Also es ist schon ein Riesenreich gewesen. Und die Meder und Perser haben hauptsächlich im Bereich Iran gelebt. Die Perser, das ist klar. Also wir haben zum Beispiel in Afghanistan auch persischstämmige Schichten. Wir haben im Iran Perser praktisch, im Irak haben wir welche und in Syrien. Und da muss ich ganz ehrlich mal anschauen, weil die Meder, die waren ein Volk, das auch im Persischen Reich gelebt hat, die aber selbst mehr waren als die Perser dort. Also das war kein kleines Volk. Wer sind diese heute? Das ist relativ schwierig zu sagen. Die Perser, das kann man relativ einfach mit ja, hauptsächlich der Iran beantworten, also hauptsächlich sag ich mal. Die Meder, da wird schon ein bisschen schwieriger. Andere sagen, die wären die Türken, wieder andere sagen, es wären die Kurden. Was für die Kurden sprechen würde, meiner Meinung nach, ja, ist die Kurdenverfolgung in der Türkei, Syrien, Iran und Irak. Also da haben wir wirklich, da wird alles von der Regierungsseite ja dafür getan, dass die Kurden nie irgendwie hochkommen oder ein eigenes Land haben oder sich unabhängig machen können. Das wäre vielleicht eine Option. Ich kann aber, ganz ehrlich, ich kann es euch nicht genau sagen, wer es wirklich ist. Wer die Meder sind, das werden wir wahrscheinlich in der Zukunft noch ja, sehen. Es könnten auch die Türken sein, dafür wird einiges auch sprechen, dass die Meder vielleicht auch die Türken sind, denn unser osmanischer Freund Erdogan, der hat ja auch, da kommen wir gleich noch drauf, einiges mit dem Iran zu schaffen. Und ja, so viel zu diesen zwei Personengruppen. Also, aber am Ende ihrer Regierung, wenn die Frevler das Maß voll gemacht haben, wird ein frecher und listiger König auftreten. Und seine Macht wird stark sein, aber nicht in eigener Kraft. Und er wird ein erstaunliches Verderben anrichten und sein Unternehmen wird ihm gelingen. Und er wird starke verderben und das Volk der Heiligen. Und wegen seiner Klugheit und weil ihm der Betrug in seiner Hand gelingt, wird er sich in seinem Herzen erheben und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Also ja, das sehen wir schon wieder eine interessante Parallele. Wird er sich in seinem Herzen erheben, also auch überheben vielleicht, und viele in ihrer Sorglosigkeit verderben. Also genau das, was auch Luzifer damals getan hat, das wird dieser Mensch dann auch tun. Und er wird gegen den Fürsten der Fürsten auftreten, aber ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Ja? Da ist auch wieder interessant. Der Fürst der Fürst, der Könige, ja, wird sich gegen Jesus Christus auflehnen und ohne Zutun von Menschenhand zerschmettert werden. Also die Menschen können praktisch nichts damit tun. Also er wird von einer anderen Kraft oder von einer anderen Institution dann beseitigt werden. Das klingt schon mal bekannt für den einen oder anderen, von euch vielleicht auch. Da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Also, wir sehen, dass hier in diesem Ganzen vielleicht auch sogar schon vom Antichristen die Rede sein könnte. Und in der Prophetie wird davon gesprochen, dass das Heiligtum der Zertretung preisgegeben wird, dass die Opfer hier weggenommen werden und anstelle diesem ein Frevel auf, also vielleicht auch ein Gräuel, könnte man es übersetzen, aufgestellt wird. Und ja, auch die Zeit, die der Engel erwähnt, die wird zum Antichristen passen. Denn wenn du zum Beispiel 2300 Tage umrechnest, egal ob du es jetzt durch 360, 365, also oder durch das biblische Jahr 360 Tage teilst, das kommt immer auf 6,3 Jahre. Ne? Also müsste ungefähr so 6 Jahre, 4 Monate sein. Und was wir ja schon wissen, wir schauen nochmal schnell zurück. Und zwar steht er hier, er wird sich erheben, ein frecher und listiger König auftreten. Wir wissen auch, dass der Antichrist ein König Israel sein wird. Und er wird große Macht haben, ja, das steht schon drin, ein Riesenverderben anrichten und es wird ihm gelingen.
Und er wird sich in seinem Herzen erheben und gegen den Fürsten der Fürsten auftreten. Also er wird praktisch dann auch zum, also auftreten könnte man auch hier übersetzen, mit in den Kampf ziehen. Und wir wissen auch, dass der Antichrist dann nachher auch sein Heer versammeln wird, um gegen Jesus Christus in den Kampf zu ziehen. Und deswegen ist es, finde ich, schon auch eine interessante Parallele, auch mit der Wegnahme des Opfers, weil es steht ja auch geschrieben, dass der Antichrist 7 Jahre regieren wird, dass er dann in der Mitte Speis- und Trankopfer aufhören lassen wird und ein Gräuel der Verwüstung aufstellen wird. Und deswegen ist auch hier im Buch Daniel auch wieder eine Parallele zur Offenbarung. Ja. Und letztendlich, ja, mit 6,3 Jahren, also 6 Jahren, 4 Monaten, würde ungefähr hinkommen, dass vielleicht dann die reine Regierungszeit des Antichristen wäre, dass er danach einfach beschäftigt ist mit dem Kampf gegen Jesus oder so. Und dass dann er endlich nach der Vollendung der 7 Jahre durch Jesus Christus einfach vernichtet wird. So. Gehen wir weiter im Text. Also, was habe über das Gesicht von den Abenden und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Aber ich, Daniel, lag mehrere Tage krank, ehe ich wieder aufstehen und die Geschäfte des Königs besorgen konnte. Ich aber war entsetzt über das Gesicht und niemand verstand es. Also, hier heißt es auch, er soll das Gesicht versiegeln oder verwahren, ja, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Manche Leute glauben, Daniel 8 hätte sich schon mit Alexander dem Großen erfüllt, kann aber nicht sein, weil natürlich war Alexander der Große ein König Griechenlands. Natürlich nach seinem Fall und nachdem er gestorben war, sind auch 4 Reiche aus Griechenland aufgestiegen. Also das wird schon mal passen, aber ja, der Engel sagt ganz klar, es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes, wie wir am Anfang gelesen haben. Und jetzt sagt er auch noch, es bezieht sich auf fernliegende Tage. Also es kann nicht sein, dass er sagt, hoppala, es wird mal kurze Zeit später, ja. Sondern wirklich auf fernliegende Tage dann, wenn die Endzeit wirklich anfängt, mit Daniel 8 praktisch. Auf die Zeit des Endes, ja. Und deswegen sage ich jetzt, es hat mit Alexander dem Großen nichts zu tun, sondern es bezieht sich auf die Endzeit und da können wir schon sehen, dass wir ja eigentlich schon jedem Moment praktisch die Endzeit losgehen kann mit Daniel 8. Also vielleicht schon heute, vielleicht morgen. Das hängt jetzt ganz an der Politik, aber das werden wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. So, also, dass der Iran und die Türkei damit zu tun haben könnten, das zeigen eigentlich schon die Zeitungsberichte der letzten Jahre. Und zwar wird berichtet am 8.01.2020, ja, der gewaltsame Konflikt zwischen den USA und dem Iran beschäftigt seit Monaten die Politik. Keine Provokation der Staaten bleibt unbeantwortet. Jüngster Auslöser der Eskalation ist die gezielte Tötung des ranghohen iranischen Generals Soleimani. Die Chronologie der Auseinandersetzung seit Januar 2019 mit Überblick. Also da hat zum Beispiel auch ein Zeitungsjournal, ja, von nordbayern.de, da habe ich das her, natürlich auch mal eine Chronologie erstellt, wie viele Provokationen es zwischen den westlichen Mächten und dem Iran gibt. Und es sind einige. Also ich habe jetzt nicht hier alle aufgelistet, sondern das wird dann wirklich zu lange dauern. Ja. Im Januar 2019, US-Außenminister will Irans Einfluss eindämmen. Januar 2019, US-Außenminister Mike Pompeo sendet in der ägyptischen Hauptstadt Kairo ein deutliches Zeichen in Richtung Iran. In seiner Rede nennt er die 2 Hauptziele der US-Militärstrategie im Nahen Osten. Zum einen soll die Terrormiliz Islamischer Staat besiegt werden, zum anderen will die USA den Einfluss Irans eindämmen. Präsident Donald Trump bezeichnet den Iran als große Bedrohung. So, nächstes. Mai 2019. Iran will aus internationalem Atomabkommen aussteigen. Mai 2019. Der iranische Präsident Hassan Rouhani erklärte einen Teilausstieg Irans aus dem internationalen Atomabkommen und setzt die dort verbliebenen Staaten, unter anderem Deutschland, Russland, China und die EU, unter Druck. Rouhani fordert in einem Schreiben binnen 60 Tage neue Bedingungen für das Abkommen. Im Zuge der Erklärung verhängt die US-Regierung Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik. So, jetzt nochmal hier. Januar 2020, Soleimani wird im Iran als Märtyrer gefeiert. Januar 2020, der Sarg des iranischen Generals Qasem Soleimani eigentlich, wird von Trauernden mit einem Trauerzug an der Universität Teheran getragen. Nach seinem Tod wird er im Iran als Märtyrer verehrt.
Tausende Menschen geleiten den Toten. Die Beisetzung soll in Soleimanis Heimatstadt Kerman stattfinden. Da sehen wir schon, auch die Tochter des Generals hat schon angekündigt, sie möchte Vergeltung. Ja, wird wahrscheinlich, wenn man die iranische Politik so betrachtet, bald soweit sein. Also da wird vielleicht ein Angriff Richtung Israel und ein Angriff Richtung USA doch möglich sein. Wahrscheinlich. So, es geht weiter. 176 Tote durch Flugzeugabschuss. Ja. Nachdem am 8. Januar ein ukrainisches Passagierflugzeug abgestürzt war, verleugnete Iran zunächst Schuld an dem Absturz und an dem Tod der 176 Insassen zu sein. Ein im Internet kursierendes Video ließ jedoch vermuten, dass das Flugzeug von einer Rakete getroffen wurde und deshalb abstürzte. Noch am Freitag, den 10. Januar, hatte der Iran behauptet, dass ein Abschuss technisch und wissenschaftlich absurd wäre. Am darauffolgenden Tag kam von iranischer Seite dann doch das Eingeständnis, die ukrainische Passagiermaschine sei versehentlich abgeschossen worden, Menschen hätten versagt. Aha, schau, schau. So, in der Süddeutschen sehen wir am 13.09.20 die Rückverwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, war ein spektakulärer Schritt in den Augen. Der einen ein Frevel an der öffentlichen zugänglichen Kunst, den Fresken der Architektur, für den türkischen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. Aber eine Wiederauferstehung, ja, ein Vorbote für die Befreiung der nächsten Städte in der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem. Da sehen wir schon. Jetzt gehen wir in Richtung Türkei und da hat natürlich, Hagia Sophia wurde eigentlich ursprünglich gebaut als eine Kirche, ne? Als eine christliche Kirche. Und jetzt hat der Kamerad dann einfach mal eine Moschee wieder draus gemacht. Und wir sehen schon, was er vorhat. Und das ist nämlich ein bisschen größenwahnsinnig, dass er die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem befreien will. Und das zeigt ganz, ganz klar auf, dass auch der türkische Staatspräsident von seinem osmanischen Reich träumt. Also er möchte auch wieder größer werden, er möchte auch wieder expandieren. Möchte vielleicht auch wieder einer der Sultan sein. Ne? Wer weiß. Also, jetzt geht's weiter mit dem Erdogan. Erdogans Traum vom Osmanischen Reich in der Süddeutschen ebenfalls am 21.10.16. Ja. Eine Rückkehr zu altem Glanz verspricht der türkische Präsident Erdogan seinen Anhängern. Das Staatsfernsehen zeigt das Land schon in den Grenzen des Osmanischen Reiches und das Militär greift in Nachbarstaaten ein. Also da sehen wir schon, es geht schon langsam los und das war vor ein paar Jahren schon. Ja. Jetzt mittlerweile gibt es noch viel, viel andere Dinge. Jetzt haben wir noch was von 2014 aus dem Tagesspiegel. Ihr seht schon, die ganzen Nachrichten, die man hier finden kann, das sind alles öffentliche Quellen. Da ist kein Verschwörungstheoretiker Sender dabei oder alternative Medien, sondern es sind alles offizielle Medien. Ja. Und zwar berichten die, warum die Türkei und der Iran jetzt kooperieren. Gestern Rivalen, heute Partner, die Türkei und Iran haben ein neues Bündnis im Nahen Osten geschlossen. Aha, ja, da sehen wir schon, Annäherungen zwischen Türkei und Iran. Würde auch drauf passen auf die Meder und Perser, also Iran und Türkei vielleicht doch. Ja, dass die vielleicht dann zusammenarbeiten und zusammen wahrscheinlich gegen Griechenland einen Krieg führen werden. So, jetzt ist das Interessante, was wir nur kurz ansprechen müssen. Und zwar der Ziegenbock und der Widder. Ne? So, der Widder, der stößt dann nach Norden, Süden und Westen und macht, was er will. Und von Westen her kommt der Ziegenbock, so, und zerbricht den Widder seine Hörner. Wir wissen schon mal, der Widder wird symbolisiert eigentlich das persische Reich, die Perser und die Meder. Und der König von Griechenland, also durch den Ziegenbock, kommt ohne den Erdboden zu berühren. Jetzt ist halt die Frage, ne? Wenn, wie einige glauben, durch Alexander dem Großen irgendeine militärische Macht kommen sollte, ohne den Erdboden zu berühren, müsste sie eigentlich fliegen. Ja? Aber ich bezweifle, dass die Dame so über 3 Kilometer, 5 Kilometer oder auch zig Kilometer Pfeile schießen konnten, die dann die Meder und Perser besiegt hätten, sondern heutzutage geht es ganz, ganz einfach. Da kannst du von Deutschland oder von den USA eine Rakete abschießen und kannst ohne den Erdboden zu berühren, also ohne physisch in diesem Land einzumarschieren, kannst du dort etwas anrichten und einen Feind niederwerfen. Also würde das eventuell auf einen Luftangriff schließen lassen. Und wir sehen schon den Ziegenbock, der von Westen kommt, ne, mit Griechenland als Symbolfigur. Griechenland ist Mitglied der NATO. Er würde auch erklären, warum es dann vielleicht zum Weltkrieg kommen könnte. Und zwar, wenn ein NATO-Partner angegriffen wird oder in Schwierigkeiten steckt, dann
kann er die Hilfe anderer NATO-Partner einfordern und die müssen dann mithelfen. Ja. Genauso hat es nämlich die USA gemacht damals mit Afghanistan. Die haben auch gesagt, hey, Deutschland, NATO-Partner, mitkommen. Ja. Und so ziemlich, ja, die Norweger, die Schweden, ja, auch die Türken, Engländer, so ziemlich alle. Ja. Und das würde wahrscheinlich dann in diesem Fall auch passieren, falls die Türkei und der Iran sich zusammentun und dann Krieg führen, auch wahrscheinlich gegen Griechenland, dann würde dies wahrscheinlich in einem Weltkrieg enden. Wäre jetzt dann der dritte Weltkrieg in diesem Fall und dann würde es richtig rumpeln. Ja. Aber wir sehen schon, der Westen, also wahrscheinlich NATO-Bündnis und Griechenland wird erfolgreich sein, wird den Iran niederwerfen und ja... Das ist nämlich das Interessante und wir sehen schon aus diesen ganzen Nachrichten, die jetzt hier noch gezeigt wurden, wo die ganze Reise hingeht. Ne? Der Iran hat immer mehr Provokationen, die Türkei bandelt sich immer mehr mit dem Iran an. Die Türkei spricht jetzt auch, so wie der Iran, mit den Taliban zum Beispiel. Ne? Die Taliban haben auch gesagt, die Türken sind unsere Freunde. Es gibt viel, viel mehr Gründe für die Türken zu sein als gegen sie. Ja, die Iran beglückwünscht zum Beispiel auch die Taliban-Führer und ja, in Doha, also in Katar, werden dann noch Verhandlungen mit den Taliban geführt. Ne? Hat damals, glaube ich, noch Trump angeleitet, dass er den Friedensvertrag. Aber ihr seht schon, wir leben in spannenden Zeiten und theoretisch könnte es morgen soweit sein, dass es da draußen richtig rumpelt und dass dann auch die Endzeit schon losgeht. Und dann würde man auch wahrscheinlich relativ bald wissen, wer dann der Antichrist ist und in welcher Form er sich dann zeigen wird. So, bis es soweit ist, wünsche ich euch einfach jetzt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer auch du dieses Video siehst. Ich hoffe, ich konnte es dir so komprimiert wie möglich rüberbringen. Wenn es dir gefällt, lass mir bitte ein Like da. Kommentier unter dem Video gerne, ob du vielleicht noch mehr Endzeit-News oder andere Endzeit-Themen behandelt haben möchtest. Dann mache ich da gerne nochmal Videos dazu. Ansonsten teile dieses Video mit jedem, wo du meinst, der müsste das sehen oder das wäre vielleicht interessant für ihn. So, dann sehen wir uns im nächsten Video.